Willkommen bei unserem schönen. Feuerstück. Was? Feuersteg? Feuerstick. Achso, Feuerstick. Vogel. Das habe ich schon gedacht, ich habe einen Vogel. Nein. Ja, das auch. Soll ich Small Effigy, Large Effigy? Warte, schau, das Ding ist mal an das Große. Soll mal sowas bauen? Das ist ein großes, braucht ziemlich viel. Stimmt, hau mal alle daneben einfach so. Damit das, ich das ist so ein sehen. Kleines. Das ist ein Arm Effigy. Das sind wahrscheinlich nur Arme. Sieben Arme. Sieben Arme, das sind dann drei Beine. Nee, zwei Beine, drei Arme. Alle Köpfe, neun Köpfe hat das fette Ding. Ihr könnt ja mal so ein oder zwei große bauen, dann so kleine. Ja, aber wohin? So wollen wir es einfach hier? Einfach überall verteilt. Hier, 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 da vorne am Strand schön viele. Gut, dann baue ich hier einfach mal überall, wo was sind. Dann können wir nach und nach dann mal. Ja. Machen wir hier ein bisschen weiter. Hallo? Ne? So. Vielleicht wird ja dadurch dann es richtig schön schwierig. So, was haben wir noch? Paar. Ach, Scheiße. Paar Stones, Steine. Rocks. Da ist noch ein Rock. Rock. Paar Stickies. Weil ich habe Hoffnung, dass ich gerade das zu Ende schaffen kann. Schauen wir mal. Ach, wo kommt das her? Ja, weil wir wollen so langsam, also ich meine, ich mag das Spiel jetzt nicht beenden. Ich finde auch unser Ding voll Hammer hier. Also ja. Langsam könnte es doch ein bisschen schwerer werden. Weil jetzt haben wir unsere schöne Basis draußen fast fertig. Ne, also ich meine, bewohnbar ist es schon. Ja. Und ehrlich gesagt, wirklich brauchen tun wir es ja so direkt nicht, ne? Also, es ist so schön, aber wir brauchen es nicht. Ja. Und hätten wir gerne einen Grund dafür. Ja, und ich würde gerne mal angegriffen werden, sodass die vielleicht mal einmal durch die Mauer kommen oder so. Ja. Und dass wir dann sagen, oh, wir müssen einen Rückzug machen und dann schön in unsere Dinge rein. Wäre schon nice. Wäre wirklich nice. Oh, das haben wir fast vielleicht beim ersten Angriff nicht gleich verrecken, ist das vielleicht auch was. Hey, da ist ein Reh einfach mal in unsere Mauer gespawnt. Sehr schön. Ja, die spawnen momentan komische Spawns. Nein! Weh, du läufst raus. Tu es nicht. Ehrlich gesagt, immer auch mehr so Bombenfallen verteilen. Aber die eigentlich eher so, schon, ja. Aber die eher dann so am Strand. Dass wir da nicht reinlaufen, weißt du? Ja. Also nicht dort, wo wir Holz fällen, das wäre ein bisschen unpraktisch. Also wir brauchen jetzt schon 51 abgehackte Köpfe. Oha. Krass. Wir hätten da vielleicht ein bisschen früher anfangen sollen damit. Na gut, aber am Anfang haben wir auch sehr gut die Knochen gebraucht und so, weißt du, für Rüstung. Ja. Irgendwie jetzt mache ich meistens meine Rüstung aus Lizards und Reh. Ja, aber, ja gut, stimmt. Warte, wenn man alles abhackt, kann man da immer noch Knochen daraus gewinnen? Was, wenn man alles abhackt? Ja, die ganzen Beine und Arme. Wenn man dann den Leichnam ins Feuer wirft. Das weiß ich nicht. Oder? Ich weiß, dass man es dann essen könnte, aber ob dann die Knochen draus kommen, weiß ich so nicht. Das kann ich dir so nicht beantworten. Okay. Ach, wieso haben wir eigentlich den Haikopf so weit getragen? Hier, direkt von unserer Tür sind der Hai. Naja. Ja, weil wir sind halt nicht immer die Intelligentesten. Also wir können nicht immer alles. Du hast recht. Sehr gut machen, recht. Ne? Also. So, ein Teil ist. jetzt auf dem Zelt drauf. Boah, ich will das jetzt fertig haben. Das wäre so mega nice. Das ist die Falle. Das wäre ich fast nicht voll. Hey, da ist noch ein Baumstamm. Nehme ich den einfach mal mit. Sieht aber ganz cool aus, die ganzen Flammen da einfach da, so die einzelnen rumstehen. Das sieht ganz nett aus. Okay. Hm? 86 Arme, 72 Köpfe und 34 Beine.
Ja, das. Vielleicht hättest du ein bisschen weniger machen sollen für den Anfang. Nicht einfach überall so. Aber naja. So viel war das gar nicht. Ich wollte nur ein bisschen Kunst ausleben, ja. Ach so. Ah, ich glaube, das kann echt geil aussehen dann. So voll so unser Bereich, weißt du, so verpisst euch, wir, ich töte euch so dermaßen oft. Ja. Schau mal, was ich schon alles erstellen konnte dadurch. Nein, erst Tester fertig machen. So. Dann da. Hä? Hallo? Da. Ah, der Mond wurde wieder angemacht. Der Mond ist aufgegangen, die Sterne. Der ist nicht aufgegangen, der ist einfach angegangen. Achso. Achso, hat er wieder Knips gemacht und dann. Was oben? Ja. Ach, ich könnte mir eigentlich ganze Steine schon mal ein bisschen sammeln und dann wieder da ein bisschen rein investieren. Wo rein investieren? Ja, die Effigies, die brauchen auch Steine und Sticks. Natürlich. Katapult möchte ich aber auch mal bauen. Ja, das Katapult würde mich auch mal interessieren. Aber da weiß ich halt nicht, wie funktioniert das Katapult. Müssen wir das in unserer Siedlung machen oder außerhalb? Oder? Weil ich habe keinen Bock, wenn wir dann schießen und plötzlich reißen wir unsere Mauer ein. Das wäre ein bisschen kacke. Leicht dezent, ja. Die nehmen wir noch mit. Oder auch nicht. Ja, scheiße, dann schaffe ich das doch nicht. Groß ist eigentlich das Alpin. Ach so, ja gut, ne. Komm schon, die wollte ich eigentlich noch fertig kriegen. Also das ist jetzt ein bisschen blöd. Treehouse. Ein Rock. Ach da. So, da ist auch noch einer. Groß ist eigentlich das Katapult. Ach, das ist ja. Ah, okay. Was? Ist das so gar nicht so groß? Nee, das ist voll klein. Ja, das hat auch gleich so ein Rockholder dabei, also man kann dann da gleich Steine wieder reintun. Halt, egal wo ich hingehe, jetzt ist überall so ein Bauwerk von dir. Das hast du gut verteilt, muss man dir schon lassen. Nein, bleib doch da, Reh, ich wollte dich doch nur töten. Komisch, jetzt bin ich in der Nacht draußen, sammel da gemütlich und ich höre nicht mal Schreie, nichts ist gerade. Das ist ein bisschen. Bei mir ist auch gerade ganz schön Ruhe vor dem Sturm. Wieso liegen hier eigentlich überall noch so Baumstämme rum? Naja. Ja, weil ich da mal drei hingeschmissen habe, weil die nicht mehr auf meinen Schlitten gepasst haben. Ah, okay. Der erklärt einiges. Ah, jetzt höre ich die ersten Schreien. Was heißt das? Sind nur noch Knochen? Ne, das sind keine Knochen, okay. Bisschen brauche ich noch, bisschen. Dann haben wir das geschafft, Mann. Das wäre voll nice. Ach, du machst gerade die Spikes fertig? Ja, weil das waren nicht mehr viel. Ich wollte die jetzt fertig machen. Weil sonst haben wir so eine ewig lange Liste links. Einen ganzen Bildschirm. Ja. Da wollte ich die jetzt wenigstens fertig machen. Und es war so wenig jetzt nur noch. Zumindest kam mir das so wenig vor, aber da war das gar nicht mehr so wenig. Hättest du was gesagt, dann hätte ich dir auch geholfen. Naja. Habe ich die Effigies gemacht. So, pass auf. Ich brate mir jetzt erstmal einen Hasen. Ja, Hunger. Könntest du mir auch was reinhauen, wenn du willst. Ja, kann ich machen. Weil dann bin ich auch gleich da und. Weil ich mach mal L, weil ich habe immer so Angst, dass es ein bisschen zu dunkel ist in der. Ich hab dir was reingehauen. Jo, merci dir. Komm schon, ich brauch noch ein paar Sticks. Brauchst du noch Rocks für die Spikes? Rocks liegen hier so viele, das kannst du nicht. Ich hol. Ich bin dort, ne? Ich sammle alle auf, ne? Hause rein, dreh mich um, sind alle Rocks wieder. Es ist wirklich so, also Rocks sind hier genügend. Ich hab eher Probleme mit Sticks. Ein paar Sticks, die sind immer so vereinzelt. Ich mach die einzelnen Büsche kaputt und da kommt immer nur ein Stick raus oder fast gar nichts. Aber wir sind, das ist echt das alles. Das ist, wir haben es fast. Naja. Ja, es dauert aber, glaube ich, noch. So. Ja, die Rocks sind immer noch, trotz Rockbag, sind es immer nur 10 Steine, ne? Die sind doch irgendwie. Ja, 20 Steine wären schon irgendwie praktischer, auch wenn es ein bisschen. Ja, gut, das gesamte Spiel ist eigentlich unlogisch. Von der Kapazität her. Aber mehr Steine tragen, das wäre echt irgendwie. Ja, gut, ich glaube, das brauchst du aber auch nicht oft, die Steine. Also, das ist schon okay mit 10 Steinen. Aber ja.
manch andere Sachen würde ich gern mehr nehmen. Zum Beispiel Bären. In so einen Bärensack würde ich gern noch mehr Bären reintun. Vielleicht 50 oder so. Also 30 Bären, das ist ein bisschen traurig für so einen Bärensack. Naja, aber 30 von jeder Sorte, dann hast du irgendwann 120 Stück drin. Ja, das stimmt auch. Komm schon, das will ich jetzt fertig kriegen. Das kann es jetzt nicht sein. Die letzten paar Meter da. Dieser letzte Meter. Es ist nicht mehr viel. Es ist nicht mehr viel. Aber wieso sind die Nächte einfach mal so ruhig? Ich weiß, haben die vergessen, dass wir da sind? Ich weiß nicht. Ich habe gerade echt nichts gehört, ne? Nichts. Ja. Das ist nicht ein einziger. Vielleicht haben wir sie jetzt ausgerottet. Vielleicht ist es soweit. War jetzt die finale Angriff von denen, wo wir da auf dem Erkundungstor waren. Ich gedacht, jetzt oder nie. Jetzt sind sie geschwächt und erfrieren. Mama. Oder verkackt. Passt nix noch. Naja. Jetzt kann ich auch nicht schlagen gerade. Ach doch jetzt. Ah, ich kann keine Rocks mehr tragen. Dann haben wir eins mal wieder erledigt, weißt du? Dann haben wir die. Ja, ein Bauprojekt, weil das Bauprojekt ist echt schon. Ja, das ist sehr alt, das stimmt. Ja, wir haben das ja gesagt für nebenbei immer so. Mehr, ja, ja, klar, weil es doch am Anfang doch ziemlich viel... Ach, das ist ein Reh, naja. Aber das habe ich immer so nebenbei gemacht und dann wurde ich immer näher und jetzt war das nur noch so eine Wand, so ein Stück. Und jetzt hast du überall die Dinge hingesetzt und da zeigst du links bei mir überall diese so und so viel brauchst du da noch und so viel. Hallo, jetzt ja auch. Was ist das? Nein, hallo. Sehe ich fast Aloe Vera kaputt. Oh mein Gott. Scheiße, drei Steine noch. Das, eins, zwei und drei. Oh mein Gott, wir sind fertig. Wir sind rum. Yeah. Ich fasse es nicht. Cool, dann baue ich das oben mal schon fertig. Also. Genau. Das ist ein Wenn du bei so FHGs vorbeikommst, kannst du auch einfach mal, wenn du Sticks und Rocks hast, einfach mal ein bisschen was reinhauen. Jo, mach mal. Richtig haben wir. Jetzt haben wir einmal komplett rum diese Speere. Aber bringt tun die jetzt auch nichts eigentlich, ne? So direkt, die halten sie eigentlich nicht ab. Verlieren nicht wirklich, dadurch, ja. Ich die bin verlieren da dadurch kein Leben. Die kommen genauso an die Mauer, um sie kaputt zu machen. Die hält sie auch nicht ab. Ein bisschen traurig. Ich dachte vielleicht, dass das ein bisschen was hilft, dass die Leben verlieren oder ja, vielleicht verlieren sie auch Leben, aber wir sehen es halt nicht. Richtig. Ja, das kann auch sein. Ich weiß nicht. Ich meine, ich verliere ja, auch. Wir könnten immer noch diese Defensive Spikes bauen, diese fetten Dinger da. Ich glaube, die bringen nichts. Ja, guck ich, das Ding da. Ich finde die ein bisschen unnötig. Da springen sie doch sowieso vorbei, hoch und drüber. Ich verstehe die nicht. Ja, die sind halt nur. Die sind vielleicht nur dazu da, um davor die Mauer zu setzen, damit sie nicht an die Mauer kommen, um die Mauer kaputt zu machen. Damit, dass sie erst das kaputt machen müssten. Ja, das zu. Weil, eigentlich, ich habe jetzt echt gedacht, komm, jetzt bleiben wir mal. Ach, du hast mir was ins Feuer gelegt, ne? Weil ich gerade so sehe, ich habe keine Ausdauer mehr, nichts mehr. Ja, im Feuer liegt was. Mal vielleicht wach bleiben, damit wir hier angegriffen werden, um für die Effigies ein bisschen Gliedmaßen zu sammeln, aber. Nichts, ja, was ist denn dazu, ne? Keine Sau, war ein bisschen verkokelt, aber. Hat man gemerkt. Guck mal, jetzt haben wir so ein Ding zum Gebaut, zum Trocknen. Das ist immer voll, auch auf der Insel. Es ist immer voll, aber ich habe immer was im Inventar, sodass ich nie das Ding brauche eigentlich. Komisch. Also irgendwas stimmt mit den Rehen zurzeit nicht, weil die laufen ganz, ganz komisch irgendwie. Schon, ne? Die spawnen direkt nebenbei, laufen durch die Wand und so. Ich habe jetzt gerade zwei Rehe ganz gemütlich killen können, weil sie einfach gegen unsere Mauer laufen. Das ist ein bisschen komisch, ja genau. Die spawnen auch ganz komisch, also ich weiß auch nicht, was da los ist. Wieso waren da jetzt Federn beim Reh drin? Na, ja. Naja. Alter, ich habe jetzt schon das dritte Fleisch gegessen. Und ich bin immer noch nicht satt, ey. Ich fühle mich gerade voll verarscht. Ja, ich muss auch nochmal was reinhauen. Das ist echt übel, ich habe nochmal zwei was reingehauen. Ja, komm. Aber es war auch bis jetzt alles schlecht, was ich gegessen habe. Ich habe auch noch was reingehauen. Ich bin mal gespannt, nur schlechtes Zeug. Ja, ich bin mal gespannt, ob die das ausweitern, dass man vielleicht mehr Schaden bekommt, also wenn man schlechtes Zeug ist oder so, dass du mehr Konsequenzen hast davon, weißt du? Weil da wäre man wirklich gezwungen, da mal was zu machen dagegen. Weil mich interessiert das überhaupt nicht. Nö, mich interessiert das nicht eigentlich. So, ich glaube, was ist da noch drin? Ich bin mir nicht sicher.
Ich habe noch was reingelegt, nochmal ein Fleisch. Ja, ist, ich bin satt. Du? Ich bin auch satt. Ich esse ja, dann esse ich's. Oder auch nicht. So. Vielleicht hält's irgendwie an. Dann trinke ich noch ein Schluck leer, wenn da was drin ist. Ist da was drin? Nein, ist da was drin? Alles leer. Super. Hast ja, deinen Topf noch voll gemacht? Ja, da ist noch was drin. Ja gut, auf unserer Insel, sage ich mal, da ist ja noch Wasser vielleicht drin. Ja, nee, ist so schlimm. Ich habe eigentlich keinen Durst. Es geht, es fehlt nur so minimalst. Wollen wir aber zu zwei Fackeln, sag ich mal, neben unserem Tor machen, links und rechts? Neben unserem Tor? Ach so. Da so zwei so Stäbchen. Fackeln, ne? So Stäbchen, ja. Das wäre eine Option, ja. Das wäre geil. Dann mach ich das mal. Das könnten wir in der Tat tun. Alter, jetzt back nicht so rum. Jetzt, nein, jetzt reißt die zusammen. Nervt es beim Reinfahren? Ja, das sieht kacke aus. Obwohl. Warte mal, das backt hier da ganz schön rum. Boah, jetzt. Ah, warte, das hat funktioniert. Das hat funktioniert. Jetzt hat er. Geht doch. Scheiße, ich habe keine Sticks. Ja, bei mir backt es genauso rum wie bei dir. Ja. Ja, ah, das sehr schön. Ja, das. Okay, das ging. Doch, das war eigentlich ganz okay. So. Jo, wieso nicht? Machen wir so. Geht einfach nicht anders. Hast du noch Sticks? Jawohl. Dann zünd ich das mal an. Sehr schön. Oh. So schief, ist man nicht früher auf die Idee gekommen. Okay, deins ist nur so kacke, weil es in die Ding reingeht. Ja. Also da finde ich das ein bisschen sogar schöner, ein bisschen weiter weg. Also deins hättest du ein Tickchen weiter weg machen können. Ich muss es zerstören. Geh mal knapp. Nein, nicht die. Was machst du denn kaputt hier? Hey, wieso? Ja doch, obwohl das war das bleibt das Richtige. Ich hoffe, dass ich das nicht mache. Ich bin mir gerade nicht sicher. Also, ja, wunderschön. Und es brennt immer noch, oder auch nicht. What? Die Tür ist auch kaputt. Ja, dann machen wir es halt auch so weit weg, oder? Wieder. Ja, ja so ungefähr. Ist. Warte, ich sag dir, ja, das ist gut. Perfekt. Alter, es wird schon wieder Tag. Es wird schon wieder Tag, Mann. Das ist schon traurig. Ja, so sieht's gut aus. Aber schade, dass man die Flamme irgendwie nicht weit sieht, ne? Weil irgendwie. Da hinten müsste es eigentlich noch brennen. Brennt es noch? Nee. Oh mein Gott, man muss das nicht jedes Mal anmachen, oder? Nein, oder? Das ist weg, oder? Ja, das ist weg. Die ist einfach abgebrannt. Nein, sag mir nicht, dass. Oh. Ich habe mich schon gefreut, das ist so ein unendlich Brenner. Es ist abgebrannt, das ist echt einfach weg. Komplett weg. Und was ist, wenn man da Sachen drauf tut, dann bleibt es, oder wie? Ich hab keine Ahnung. Also wenn man da was drauf tut und das dann wirklich abbrennt, oh, das wäre richtig scheiße, Alter. Also die zwei, die. Das sehen wir ja dann direkt, wenn sie weg sind. Ja. Ja, also das ist ja dann schon. Ja, probieren geht lieber studieren. So reingehst, so. Na gut, 18 Minuten, 2 Minuten hätten wir noch. Ich würde sagen, in der nächsten Folge würden wir erst anfangen, unser Dach fertig zu machen, oder? Oder magst du da heute noch eine Fuhre reinmachen? In dieser Folge. Obwohl, das könnten wir ja vielleicht noch schnell machen jetzt, oder? Oder tun wir dort die Wahl überall. Hast du echt auf dem. Ja. Willst du es wirklich machen? Nein. Das sieht schon ein bisschen komisch aus. Ich hab's ausprobiert, ob es funktioniert. Warte, komm mal da mal so ein bisschen einfach so ein bisschen so. Was lustig ist. Schon mal anfangen. Jo. Ja, da ist der Stick auch weg, da habe ich auch einen Stick getan. Schade, die brennen einfach wieder ab. Aber ja, das sieht vielleicht ganz cool aus, wenn da in der Mitte der brennende Stapel schon aus. Ja, ich hoffe, dass die Effigies aber dann nicht abbrennen. Das wäre kacke, das sammelst du voll viele Dinge und dann. Wir probieren das erstmal bei einem aus. Wenn es abbrennt, dann fackeln wir es halt nicht an. Ich habe da keinen Bock, die immer neu und wieder neu zu machen. Nee. Ja, ich auch nicht. Die nicht sein. Ja, voll der Kacke. Na gut, machen wir eine Tour und dann machen wir Schluss. Ja, oder wir machen jetzt direkt Schluss. 19, jetzt sind wir über 20 Minuten eigentlich. Ah, okay, dann machen wir jetzt Schluss. Gut, Leider habe ich irgendwie kein Thumbnail für diese Folge. So.
Ja, ich schaue mir jetzt erstmal diese Loks hier so an. Das ja, das hier ist ein schönes Thumbnail. Wunderschön. Pass auf. Ey, geh zu. Wunderschön, das ist mein Thumbnail. Ich mag mal schnell hier irgendwas anderes in die Hand nehmen. Komm mit irgendwas anderes in die Hand. Warte mal kurz. Das sieht jetzt gut aus. Es wäre halt noch ganz cool, wenn es Nacht wäre. Ja, naja, gut. Nee, ich glaube, das ist ganz gut. So sieht's gut aus, wunderbar. Und jo, das war's mit dieser Folge von The Forest. Mit Concord und Skuldur. Ja. Das war's. Tschüss. Und tschüss.